Ja, was wäre World of Tanks ohne unsere meistgeliebte und meist verhasste Klasse ganz besonders, nämlich die Artillerie? Ja, manche lieben sie, das sind wohl eher die weniger Spieler und die meisten hassen sie. Trotzdem finde ich die Replays immer wieder lustig. Daher vielen Dank Zäuner95 für das Ganze im GB-Tiger P. Und Zäuner spielt mit Daminer. Und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, haben wir zumindest den Daminer auch schon mal hier sehen dürfen. Und jetzt schauen wir mal, was er hier mit seinem GB-Tiger P so imstande ist zu leisten. Die Markierungen verheißen Gutes. Da wird ein Könner am Werk sein. Er hat hier 11 Sprenggranaten geladen und 4 Panzerbrechende. Also zumindest ein Einsatz von Premium wird hier nicht zu erwarten sein. So, und jetzt soll es auf den 121er da gehen oder den AMX. 113er mit AP, ich weiß ja nicht so, aber auf jeden Fall ist es ein Presseaccount. 2300 Damage auf den Presseaccount. Was wird denn das für eine Nachricht werden, die die da sehen? Ja, genial. Also, wenn ich in so einem, also man muss ja sagen, die Kontributoren haben ja auch solche Presseaccounts teilweise, aber meistens ist so ein reiner Presseaccount wirklich ein Presseaccount, den irgendjemand gestellt bekommt. Und wenn ihr da so mit dem Panzer fahrt und denkt, oh ja, World of Tanks, eigentlich ein ganz geiles Spiel, gefällt mir echt gut. Und dann wird der mit dem allerersten Hit komplett rausgeschottet mit 2300 Damage. Ich glaube, da würde ich sagen, alles klar, ist ein Scheißspiel. Kriegt noch eine 60er Kritik. So, den T10 vielleicht. Ne, auf den will er gar nicht. Den Defender. Oh, oh, Amix, Amix. Nimm schon. Ne, er bleibt auf den Defender drauf. Oder doch, Amix? Man weiß es nicht. Mach doch mal. Jo. 1727 auf den AMX. Und somit hat er mit 2 Schüssen 4027 Damage gemacht. Holy moly. Ja, warum? Man braucht nur zwei Schüsse und für eine gute Runde. Und das reicht auch schon. Sein Team, sein T28 schreibt auch Damn you, GB. Weil natürlich ist es für das eigene Team immer unglaublich amüsant. Und für das Gegnerteam einfach nicht so. So, und jetzt die letzte AP-Granate. Hier den Defender, der ist hier die ganze Zeit schon da oben. Also, aber jetzt zieht er sich zurück, weil jetzt bekommt er da definitiv zu viel Druck. Ja, da in dem letzten Augenblick fährt er da weg, hätte aber wahrscheinlich sowieso nicht getroffen. Also von dem her, der Defender ist dann nochmal mit einem blauen Auge weggekommen. Jetzt wird es erst einmal auf HE geladen. So, Granate braucht noch ein wenig, bis er da wieder die am Start hat. Scheinbar will er als nächstes Ziel sich den T10 da ausgucken. Aber das ist mit dem Bunker da gar nicht so einfach. Und wir sehen, die Granate wird eigentlich da eher rein und jetzt ist sie raus und oh, huh, 1136 drang dem Brand auch den T10 weggebolzt. Also, man muss einfach sagen, es läuft alles perfekt für ihn hier. Besser kann es einfach nicht laufen. Bis auf einen Schuss jeden wirklich mit unglaublicher Präzision und mit unglaublichem Damage ins Ziel gesteuert.
langsam gehen auch die guten Ziele aus, sag ich mal. Ist jetzt komplett am Einämmen auf den T30. Aber der fährt jetzt wieder nach vor, als ob er es hier so ein bisschen ahnen würde, dass er hier im Fokus stünde. So, jetzt eingeaimt, Granate raus. Aber das war nix. Da hat man schon gesehen, wo sie eingeschlagen ist. Jetzt der Defender, der da immer näher kommt. Aber da sind noch so viele Panzer zwischen ihm und dem. Also da braucht er sich nicht irgendwie fürchten, dass er jetzt da Ziel wird. E4, gutes Ziel. Aber mittlerweile nicht mehr zu sehen. Der steht natürlich so weit weg. Und jetzt pinkt er dahin, weil er sagt, den will ich natürlich gern mal beschießen. Also macht mir den mal auf. Da ist er wieder. Schuss ist raus, aber... Oh, der wäre weit daneben gegangen. Also selbst wenn er der E4 sich da nicht bewegt hätte, wäre das jetzt kein Problem für ihn gewesen. Denn der hätte davon mal gar kein Problem oder damit gar kein Problem gehabt. So, und jetzt ist es erstmal ruhig, der Wind bläst. Bis dato die Ruhe vor dem Sturm. Der E4 ist da wieder zu sehen. Langsam, nicht zu schnell da bewegen. Aber auch jetzt bleibt er da hinter den Büschen so ein bisschen. Ist natürlich auch eine sehr weite Distanz. Knapp einen Kilometer. Wow! Wie vom Schnürchen gezogen, dass er genau den trifft. Er fährt perfekt zurück und der Schuss geht auch leicht links versetzt und trifft hier voll rein. Also auch da der E4 keine Chance. Und jetzt sind es nur noch der gegnerische T28 Brod und der Indien, die hier am Leben sind. Da muss man jetzt nicht mehr Hellseher sein. Das wird das gegnerische Team nicht mehr gewinnen können. Er hat 3 Kills, vielleicht kriegt er ja noch einen ab. Das ist so das Einzige, auf was er noch so ein bisschen hoffen kann. Aber der Indien, das wird nichts mehr sein. Der wird jetzt hier da rausgebolzt. So, und jetzt Richtung T28. Wo ist der? Das ist noch die Frage. Er aimt jetzt direkt mal auf K0 hin, weil er denkt, ja, da könnte er vielleicht noch aufgehen. Ne, aber der ist deutlich weiter vorne. Steht gut. Das heißt, das könnte wirklich noch ein Treffer für ihn werden. Lässt sich hier alle Zeit, um einzuaimen. Jetzt muss der Schuss kommen. Schuss fliegt und Schuss fliegt perfekt auf die 560 Meter. Macht hier seinen 4. Kill und 6046 Damage. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, die ersten beiden Hits waren die Hits dieser Runde. Ja, dann Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.